Hallo und herzlich willkommen hier wieder zum weihnachtlichen South Park. Erstmal ein paar Geschenke stibitzen. Schade, das war's schon. Tina! Tina, es tut mir leid! Ei des ewigen Lebensrezept bekommen. Ein übertakteter Inkubator für die Herstellung mutierter Embryonen aus Stammzellen. Beste Wirkung bei Analgebrauch. Wow. Weg da, Kinder! Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein! Bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Du kriegst das hin! Heilige Scheiße! Du schaffst das, Wunder Arsch! Deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Hol dich selbst ein. Offenbar bist du in einer alternativen Zeitlinie. Kunstagram und Schlitz, noch keine Aktivität, Feeds aus mehreren Zeitströmen. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Gib ihnen saures, König. Aus dem Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödiade. Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Oh, Mist. An unserem König kommt ihr nicht vorbei! Ihr Fantasy-Loser habt keine Chance. Wunderärsche überall! Ich zerschmettere sie für dich, König! Ich hörte nicht mal eine Zitronella-Kerze! Ihr habt keine Chance, Superhelden sind sowas von letzter Sommer. Was? Wann war denn ein Fantasy-Franchise zuletzt Nummer 1 in den Kinocharts? Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Ja, können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Der König, stärkster Krieger, wird mit diesen Spinnern fertig. Besiege den Krieger glatt. König! Ich nehm's mit dir auf! Ich! Kannst auf mich zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie! Oh, oh.
verlasse mich auf dich. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Dann mal los! Laserbohrer! Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheitsblick. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Besiege den lieben Craig. Ich helf dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Aufhört! Wie weit aus der Zukunft kommt ihr? Oh, viele, viele Tage. Ja, machen wir sie platt. Hey, der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stab. Nimm das zurück. Du bist nur sauer, weil es stimmt. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger Zeit. Ich bin dran. Die haben überhaupt keine Chance. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Au. Hey! Also los! Ja! Ja! Alles klar, Furzlord? Das sind so viele, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja! Super Craig glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Ima da yo. Kimi no chikara wo boku ni chōdai. Ah, zwei de isshō ni ikou. Beeilen wir uns! Two to go. Oh, Scheiße! Gekämpft, Kamerad! Ich werde dich rächen! Wachen des dunklen Hofes, helft mir, diese Arschlöcher zu besiegen! Rah, für den König! Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht! Wow, Vergangenheits-Karl hat so ein cooles Kostüm! Was ist passiert? Hey! Lang lebe König Saftsack! Hat der sich die ganze Zeit in deinem Darm versteckt? So, so, macht der Schmerz. Los, Montage! Sehr gut, Montage!
den Zorn von Humankind! Pew, pew. Oh, cool! Troll im eigenen Saft geschmort! Haben wir den Besatz eigentlich schon gesehen? Glaube nicht. Los! Du machst mich langsam echt nervös. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Wir sind zurück. Knie nieder vor dem König. Vorwärts, König. Los, Wunderarsch. Uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Ja! Aha. Oh mein Gott, nicht super Krieg! Durchatmen, Wonder Twin. Los geht's, Neuer! Hier, wir sind... Ow. Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Naja, eure JRPG-Regeln sind einfach überholt. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Verbreite die Kite-Krankheit! Alter, mach mal halblang! Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Schwere zur Action! Bedeckt eure Augen, Heiden! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann. Mikroaggression, schlag ihn! So machen wir das im Mittelalter. Oh, bin ich dran? Schnapp sie, den Tiger! Netter Trick. Das ist der leck mich alle Trick. Das ist unser König! Weil ich schon ein bisschen übermächtig gewesen damals. Hab was! Ja! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Du bist dran, Neuer! Unsere Laseraugen! Sind die irgendwie mit Bioenergie betrieben, oder? Schnauze jetzt! Ja, sorry! Fuck! Bereit zum Abflug!
Bringen wir es hinter uns! Wow, hier unten lebt noch jemand? Tut mir leid, altes Ich. Ansteckung sein! Ohne einen gewissen Ekelfaktor geht's bei Kleid ja nie. Danke, Callgirl. Bin ich endlich dran? Danke. Oh, diese Schurken hast du geklatscht! Oh. Supersensoren spüren Gleichgültigkeit bei Super Craig. Sie haben recht. Freedom Pal außer Gefecht! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Ja. Zeig keine Schwäche! Jetzt setzt's was! Und da schreist ein paar Ärsche auf! Ich bin drin! Wen infiziere ich jetzt? Aggressor neutralisiert. Danke, Freedom Pal außer Gefecht. Oh, Kacke. So neu und so K.O. Oh, Kacke. Los! Oh. Hey, hör auf, Moskito zu nerven! Das war jetzt knapp. Irrkreis für alle! Wenn's doch auch bei meiner Mutter so ginge. Erhebt euch, Freunde. Danke, ich schuld dir was. Super Craig, einsatzbereit. Craig hält nichts von Sicherheitsabständen. Pew, pew. Der lasert mal. Die Freedom Pals werden siegen. Hier sah das echt schmerzhaft aus. Pass auf, du Arschpanze. Feuer! Ärger dich nicht, Arschlord. Ja. Macht weiter so, Jungs. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Frissen und weg. Verzeih mir, früherer Wunderarzt. Schon.
Was würde ich ohne diese Fähigkeit machen? Ich bin wieder da. Scheiße, was war das denn? Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Du bist nicht mein König. Das Böse fürchtet die Kaltlaser. Pew, pew. Sorry, Wunder. Ich meine König Saftsack. Alles okay, Super Crack? Klar, mir geht's super. Moskito auf Blutjagd! Nein. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Jungenkeit ist startbereit. Gott sei Dank. Ich hab mir ein bisschen Blut. Und gute Nacht. Aha. Sieg. Den König besiegt. Rückzug! Oh, scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh, Scheibenkleister! Elfenrelikt. Halt! Hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Oh mein Gott, wie macht er das? Macht ihr Witze? Es gibt doch Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Hi, Kinder. Eric ist in seinem Zimmer. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt der schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch! Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pearl. Wir sind alle Freedom Pearls. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Wieso? Zeig uns deine linke Hand! Ha. Hallo, Freedom Pearls. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den Neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr! Nein, Connor! Nein. Ah, zurück durch die Zeit. Sonne zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Zip. Black Bild. Okay. Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Halt hier. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Die Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann. Okay, lustig. Unser Moment ist endlich gekommen. Wow. Ist das geil? Woohoo! Wir haben's geschafft. Ich bin so glücklich. Okay.
hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor! Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht, wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herumexperimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen. Weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz. Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Oh Mann, der Glaubenswurz. Mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da! Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können mit Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch. Wah, wah, wah. Und hier machen wir im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sayonara.